Designerlampe selbst gemacht. Moin Moin, wie ihr gerade gesehen habt, sind da zwei Holzscheiben, die ich habe. Daraus werde ich in nächster Zeit einen Tisch bauen. Und beim Zusägen ist mir eingefallen, daraus könnte man natürlich auch eine Lampe bauen. Als allererstes entfernen wir erstmal die Rinde. Dazu könnt ihr ein Stecheisen verwenden und einen Hammer. Die lässt sich ganz leicht lösen. Ja, und danach nehmen wir uns eine Bandsäge zu Hilfe. Wer mich auf Facebook oder Instagram abonniert hat, wird das schon sehen, dass es eine Neuanschaffung ist von mir. Ihr könnt natürlich auch eine Stichsäge verwenden, das geht genauso gut. Nun müssen wir das Lampengestell nochmal von außen schneiden. Wie gesagt, das ist mir beim Zuschneiden von der Tischplatte ist mir eingefallen, dass man aus dem Rest da eine Lampe draus bauen kann. Sonst hätte ich vorweg das besorgt. Und danach müssen wir den Sägeschnitt, geben wir etwas Leim an und verkleben das Ganze. Ich verschraube das jetzt, weil mit Schraubzwingen kann man bei so einer Form nicht gut mitarbeiten. Einen Tag später kann man dann die Schraube wieder rausschrauben und das Ganze ist dann fest miteinander verbunden und wir haben eine schöne Form. Ja, dann könnte man sich jetzt in der Mitte eine kleine Glühbirne mit Fassung einarbeiten oder man nimmt, es gibt ja hier so Gartenleuchten oder für die Wohnung solche Leuchten in verschiedenen Durchmessern, der hat circa jetzt 30 cm. Dann müssen wir nur noch die Halterung festschrauben. Ganz wichtig ist, dass wir hierbei vorbohren, sonst platzt uns eventuell das Plastik weg. Und dann können wir das Ganze mit vier Schrauben festschrauben und den Lampenschirm raufsetzen.